Wir leben in einer Demokratie und da sollte man offen über alles diskutieren können. Dies ist eines unserer Leitsätze und ein weiterer Grund, weshalb wir als Schweizer Gesundheitsfernsehen Kurs24 Ihnen andere Sichtweisen vermitteln möchten, die vielleicht nicht mal ganz der normalen Medizin entsprechen. Durch eine neue Regelung von YouTube kann es nun sein, dass hin und wieder eines der sehr polarisierenden Videos gelöscht wird. Auf unserer Webseite www.kurs24.tv unter der Rubrik Zensurvideos werden wir diese euch aber weiterhin zur Verfügung stellen. Denn Kurs24 steht für Demokratie und Meinungsfreiheit. Herzlich willkommen heute zu unserer Sendung über das Handbuch DMSO. Habe ich nämlich einen Experten hier, Dr. Hartmut Fischer, ein Naturwissenschaftler, Chemiker und Heilpraktiker, der mir jetzt einen Einblick in die Naturapotheke sozusagen von DMSO gibt. Und wir freuen uns sehr, dass er heute gekommen ist. Hallo, Herr Dr. Fischer. Ja, hallo. Schön, dass Sie da sind. Ja, das Thema DMSO ist ja wie so ein kleines Wundermittel, was wir im Alltag wirklich überall einsetzen können. Wenn wir jetzt so die Klassiker mal durchgehen in der Hausapotheke, was fällt Ihnen da so spontan ein, wo man das DMSO gut platzieren kann? Ja, zum einen in dem gesamten Bereich Bewegungsapparat, also von Verletzungen vom Sport über Überlastungen, über Sehnenentzündungen, über Gelenkentzündungen, also alles, was Muskulatur, Faszien, Sehnen, Gelenke und so weiter betrifft. Da kann man es wunderbar einsetzen. Es gibt auch eine typische Mischung, 60% DMSO mit Magnesiumchlorid vermischt. Die gilt als oder wird gerne benannt als sogenanntes Sportlerspray. Ich denke, das ist schon, okay, ja, ist schon passt, selbstredend. Ja. Ja, ja. Und zum anderen natürlich dann für den ganzen Bereich Immunsystem, Allergien, Autoimmunerkrankungen, Blutzellen, Entwicklung und so weiter, weil DMSO eben zellstabilisierend ist und auch die Zellproliferation, also die Zellentwicklung, sehr schön fördert. Das geht eben übrigens, dieses Thema Zellproliferation geht sogar hin bis zum Bereich Kinderwunschbehandlung mit DMSO. Okay. Aber das ist jetzt nicht so das Übliche in der Hausapotheke, was hier gefragt wurde. Ja, das DMSO ist eigentlich weltweit auch vorhanden. Wir wissen aus dem ganzen russischen Sprachraum, dass diese Fläschchen in jeder Apotheke frei verkäuflich stehen und so weiter. In Südamerika wird es vielfach eingesetzt. Okay. In Europa ist es ein bisschen in Vergessenheit geraten und da konnte ich es eben mit dem DMSO-Handbuch wieder hervorholen. Und viele, viele Menschen sind fasziniert, weil man eben sehr individuell mit Mischungen, mit Kombinationen, ja, so auf die eigenen Baustellen oder Symptome eben sehr gut eingehen kann. Mhm. Ja, wenn ich jetzt gerade mal, wenn wir direkt bei den Kindern mal so anfangen, kommen mir direkt so Nasen, Nebenhöhlen, Ohren, Mittelohrentzündungen. Ja, ein ganz, ganz wichtiger Anwendungsbereich. Akute chronische Sinusitis, dann bei den älteren Menschen Tinnitus, all diese Dinge, die praktisch irgendwie mit dem Gesichtsschädel, ja, von der Nase her gedacht oder vom Ohr her gedacht zu tun haben. Pollenallergie natürlich auch, sagte ich ja gerade, auch die Allergien lassen sich sehr schön behandeln mit DMSO. Und da kann man eben ganz simpel aus dem puren DMSO sich eine Mischung machen als Nasentropfen oder Nasenspray, als Ohrentropfen. Und das ist für Kinder auch sehr hilfreich, auch zum Beispiel bei Polypenentwicklung wirkt eben das DMSO wieder abschwellend. Oder weil es wird ja oft operiert. Ja, genau. Da gibt es also viele schöne Erfahrungsberichte auch, die ich übrigens auch sammle, ja, was mir die Menschen so zuschicken mit ihren eigenen Anwendungserfolgen. Das ist gesammelt, das gibt es auch als E-Book inzwischen, diese Erfahrungsberichte, wo man also ein sehr schönes Gefühl dafür bekommt, was kann man eigentlich alles so zu Hause machen, ja, mit diesem Mittel. Ja, weil es ist ja kein Medikament, es ist ja einfach ein Hausmittel. Genau, frei verkäufliche Flüssigkeit
und die kann ich beliebig verdünnen. Für die Nase, für die Ohren nehme ich jetzt hauptsächlich 15-prozentige Mischungen. Ah, okay. Das heißt also, wenn man das einfach mal mit einer simplen Kopfrechnung auf 100 Milliliter einer Gesamtmischung zum Beispiel umrechnet, wären das also 15 Milliliter DMSO und 85 Milliliter einer Verdünnungsflüssigkeit. Beim Thema Kinder, Polypen, Pollenallergie, Sinusitis ist als Verdünnungsflüssigkeit Eigenurin ideal, weil wir dort eben auch so diese immunologische Komponente mit drin haben. Okay. Und bei den Mittelohrentzündungen sprühe ich das dann auch ins Ohr rein oder tropfe ich das rein? Ins Ohr tropfen und dann einfach so auf der Seite für ein paar Minuten liegen bleiben. Ja. Okay. DMSO überwindet ja alle Membranen, alle biochemischen Barrieren auch im Körper. Das heißt, es geht selbstverständlich auch durch das Trommelfell hindurch. Das heißt, ich kann von außen lokal damit auch Anwendungen bei Mittelohrentzündung beispielsweise machen. Und das ist ja sowieso ein kontroverses Thema, weil wir sagen, ja, in den anderen europäischen Ländern gilt es ja inzwischen als ärztlicher Kunstfehler, wenn man das antibiotisch ganzkörpermäßig behandelt, sozusagen. Man sollte viel lieber lokal behandeln. Und da ist natürlich DMSO als durchdringende Komponente auch des Trommelfells sehr gut geeignet. Ja, dann müsste es auch bei Mandelentzündungen. Ja, als Gurgellösung dann zum beispielsweise. Also die Anwendungsbreite ist unbegrenzt. Um das jetzt einfach mal so in den Raum zu werfen. Wir haben jetzt über Nasenspray, über Ohrentropfen gesprochen. Man kann Gurgellösungen machen, Mundspülungen, Trinklösungen. Es gibt sterile Produkte, DMSO-Produkte, mit denen wir Infusionen, Injektionen machen können. Man kann Einläufe machen. Ich weiß von Gynäkologen, dass die auch Scheidenspülungen machen. Die Urologen machen Blasenspülungen mit DMSO bei Blasenentzündungen oder auch bei schlimmeren Dingen. Also die Anwendungsvielfalt, die ist unbegrenzt. Ja. Und natürlich auch die reinen, ja, äußerlich lokal anwendbaren Mittel, die wir entweder als Spray anmischen oder gerne auch als Gel. Ja, das kann man auch selbst machen mit einem Gelbildner, Hydroxyethylcellulose oder mit Agar-Agar oder was die Leute eben nehmen wollen als Gelbildner. Man kann da spielen und kreativ, virtuos dieses Mittel anwenden. Wenn ich das Gel jetzt auftrage oder das Spray, muss ich dann eine gewisse Zeit warten, bis ich wieder mit irgendwas anderem in Berührung komme? Das ist ein wichtiger Aspekt, ja. Wenn wir äußerliche Anwendungen machen auf der Haut, dann sollte sich auf der Haut keine, sagen wir mal, keine industriellen Kosmetika, Lotionen und solche Dinge befinden, weil DMSO als Kanalöffner eben diesen Stoffen oder die, sagen wir mal, diesen Begleitstoffen, diesen Zusatzstoffen in diesen Mischungen, die industriell beigemischt werden, ein Eindringen ermöglicht. Und dann bekommt man, das weiß man ja, wenn man diese Zusatzstofflisten anguckt, Zusammensetzungslisten auf den Verpackungen, sind da natürlich Substanzen dabei, industriell beigemischte Substanzen, die auch Allergien auslösen können. Und wenn wir jetzt da DMSO oben drüber geben und diese Substanzen in tiefere Hautschichten kommen, dann ist das natürlich erst recht oft ein auslösendes Moment. Also das sollte man vermeiden. Das ist ganz wichtig, wenn es äußerlich angewendet wird, das DMSO, dann sollten alle Kosmetika, Sonnenschutzmittel, was Menschen sich so auf die Haut tun, einfach vorher abgewaschen werden. Ja, das kann man einfach mit Wasser oder, wenn es fetthaltige Dinge sind, Cremes oder so, natürlich eine simple, reine Seife dazu nehmen. Jetzt ist und dann war aber jetzt die Frage eigentlich, und hinterher? Genau. Also vorher abwaschen, damit so etwas nicht auf der Haut ist, dann DMSO anwenden, sagen wir mal am Ellbogen wegen Tennisarm,
Das ist ja eine ganz typische Anwendung für DMSO. Ah, okay. Und dann lässt man das so für, sagen wir mal, wenigstens 20 Minuten einwirken, auch ohne Kleidungskontakt, weil je nachdem können natürlich auch Farbstoffe gezogen werden. Und dann, also wenn man keine Zeit hat, dass das völlig einzieht, dann wäscht man es einfach nochmal mit klarem Wasser ab und kann dann wieder Kleidung anlegen oder auch wieder dann eine Lotion oder irgendetwas auftragen. Wie gesagt, ich spreche nur von den industriellen Mischungen, weil wenn sich jetzt jemand seine Naturkosmetik selbst macht, aus reinen Fetten und Ölen und Aromaölen und solchen Dingen, Kräuterauszügen, dann hat er ja nicht diese Zusatzstoffe drin, dabei. Okay. Bei dem Thema mit dem in die Haut transportieren, da haben wir ja auch Nebenwirkungen von den Lotionen. Also ich kenne das so aus den Erfahrungen, dass die Leute, die sehr viel industrielle Tagescremes oder Lotionen benutzt haben, die Haut dazu trainiert wird, dass die immer mehr austrocknet. Richtig, ja. Und jetzt hatten wir schon mal in einem Interview das Experiment gemacht, wo wir Wasser und DMSO in den Händen verrieben haben und danach hatte man so einen schönen, angenehmen Film auf den Händen. Kann ich damit diesen Abhängigkeitsfaktor, die meine Haut sich da irgendwie antrainiert hat durch künstliche Cremes, wieder abtrainieren, dass die Haut wieder sich selber regeneriert und die... Auf jeden Fall, genau. Das spielt praktisch in die Thematik hinein, die ich an anderer Stelle erwähnte, dass auf Narbengewebe zum Beispiel die Qualität oder die Hautfunktionen wiederkommen. Und so ist es hier auch, wenn wir vorgeschädigte Haut haben. Ich sage es jetzt einfach mal so direkt, durch chronische Anwendung von allen möglichen Dingen auf der Haut. Oder ein anderes Beispiel wäre diese Nasenschleimhautdegeneration durch die medizinischen Nasensprays, die vielleicht, abhängig machen, genau. Also all diese Dinge kann man durch DMSO wieder regenerieren. Ja, man kann einfach die Hautfunktion an der Stelle wieder regenerieren auf eben die natürliche Funktion, feuchte Bildung, Hautfettung, natürliche Hautfettung von innen ja letztendlich. Also diese Dinge kommen wieder. Wir haben zum Beispiel auch festgestellt, dass im Ohr bei vielen Menschen vielleicht auch durch falschen Gebrauch von Ohrreinigungsutensilien und so weiter, diese Flimmerhärchenfunktion, die ja normalerweise das Ohrenschmalz nach außen transportiert, degeneriert ist. Und auch das bessert sich wieder, wenn wir DMSO-Ohrentropfen anwenden. Okay. Also ganz generell kann man immer mit dem Bild arbeiten oder sich dazu denken, dass die natürliche Funktion zurückkommt, die natürliche Funktion der Haut. Und letzten Endes wird DMSO deswegen ja auch im kosmetischen und im Anti-Aging-Bereich gerne angewendet. Ja, erstens in der Schönheitschirurgie, um die Narben verschwinden zu lassen. Und zweitens natürlich auch ganz generell bei der Faltenbehandlung, wo ein DMSO-Gel zum Beispiel zusammen mit diesen Ultraschall Gerätchen angewendet wird, also als Gel auf die Haut und dann die Ultraschallanwendung, um eben die Haut wieder zu glätten und das funktioniert ja auch sehr schön. Brauche ich da zwingend so ein Gerät oder kann ich mir meine eigene Anti-Aging-Creme machen? Ja, also das ist völlig simpel. Also ich nehme einfach dafür eine 10%ige DMSO-Mischung mit isotonischem Meerwasser. Das verwende ich in dem Falle. Okay. Und tut das einfach in so ein simples Sprühfläschchen und das kann man eben nach dem Duschen, nach dem Waschen auf die Haut sprühen und einfach einziehen lassen. Und das, wie wir es in den Händen auch gemerkt haben, das macht eben die Haut weich und fördert eben die natürliche Funktion der Feuchtigkeitsbildung. Gibt es irgendwelche Zusammenhänge bei Sonnenbrand oder das schnellere Regeneration? Oder? Natürlich, ja. Ein Sonnenbrand ist eine Hautentzündung, also eine Organentzündung, wenn man so will. Mhm. Und das kann man natürlich mit
dem Einsprühen von mit DMSO-Lösungen sehr, sehr gut behandeln, so dass auch dann oft auch wieder mit Magnesium oder mit in dem Falle ja, ja, genau, okay. Magnesiumchloridlösung oder ganz allgemein irgendeine Magnesiumsalzlösung, das könnte auch Magnesiumsulfat sein, das ist das sogenannte Bittersalz, das historisch eigentlich eher angewendet wurde und das die Leute auch immer zu Hause hatten. Bittersalz war also auch etwas Geläufiges früher. Also irgendeine Magnesiumsalzlösung bei Sonnenbrand als Verdünnungsmedium für das DMSO oder das Meerwasser, was ich gerade sagte, was eben ein bisschen ganzheitlicher in der Ionen, also in der Mineralzusammensetzung ist, oder Eigenurin. Mhm. Auch das bei Sonnenbrand natürlich sehr gut. Oder eine Mischung von allem. Ja. Wir sind da frei. Und das verhindert eben oft auch dann diese weitergehenden Schäden und auch das Abschälen an der Haut. Ne? Wenn man, also der eigentliche Ratschlag ist, keinen Sonnenbrand bekommen. Ja. Und wenn es dann dazu gekommen ist, dann macht man sich ganz simpel eine Mischung oder hat sie vielleicht schon vorrätig, 15% DMSO, also auf 100 Milliliter gerechnet jetzt wieder, damit man das einfach umsetzen kann, 15 Milliliter DMSO und 85 Milliliter einer dieser Flüssigkeiten, die man eben dann auswählt. Okay, hat das auch Einfluss auf Altersflecken, fällt mir jetzt gerade noch ein, Schuppenflechte, ja, alles? Also Altersflecken, die würde man eher punktuell mit dem Wattestäbchen behandeln mit höheren Konzentrationen. Ah, das ist auch nochmal eine spannende Frage. Wenn ich das Wattestäbchen nehme, da ist ja auch was drin, was ich nicht in meiner Haut haben möchte. Ja, also Zellstoff natürlich. Industrielle Zellstoffherstellung arbeitet auch mit Chemikalien, das ist richtig. Wichtiger ist an dem Punkt eher, dass man vielleicht Holzwattestäbchen nimmt. Ich sage mal, diese Spuren im Pikogrammbereich von irgendetwas in dem Zellstoff, die nehme ich dann in Kauf. Wenn ich diesen Kompromiss nicht eingehen will, das ist auch immer so ein bisschen eine persönliche Abwägungssache. Ne? Ich plädiere auch gern dafür, die Kirche im Dorf zu lassen, weil wir bewegen uns in einer Welt, wo wir Vinylfußböden in die Wohnung legen und großindustrielle Möbel aufstellen und industrielle Waschmittel verwenden und eingepackte Nahrungsmittel kaufen und so weiter. Und dann kommen aber die Leute und sagen, ja, aber da ist doch ein Pipettenhütchen auf der Flasche und so. Also das... Gut. Trotzdem, es gibt ja immer Alternativen. Also wenn ich diesen Kompromiss mit dem Wattestäbchen nicht eingehen will, kann ich einfach meine Fingerspitze eintauchen in die Mischung und kann zum Beispiel auch auf Herpesbläschen DMSO-Mischungen auftupfen. Das wirkt auch sehr schön. Bei Warzen mache ich es auch mit der Konzentration, glaube ich. Das sind also diese punktuellen Anwendungen, die machen wir mit ziemlich hohen Konzentrationen, teilweise mit purem DMSO dann auch. Pures DMSO, punktuell, nicht großflächig. Also bei punktuellen Anwendungen, Herpesbläschen, Watzen, Mundaften, auch an der Mundschleimhaut zum Beispiel. Ich hatte das mit meinem Sohn, der hatte da eine Warze und dann habe ich das punktuell pur drauf gemacht. Aber die Haut wurde dann so ein bisschen weiß. Mhm. Genau. Und das war ein paar Tage, da sagte er, meine Farbe geht weg. Aber das ist im Grunde genommen... ja, das, was wir eigentlich als Selbstheilung bezeichnen. Mhm. Ne? Das wird dann so weißlich, das wird dann trocken, dann wird es so porös und rissig und so weiter und irgendwann fällt es dann ab. Also im Grunde genommen ist das der Vorgang, den unser Körper von alleine tun sollte. Mhm. Ja, wenn es zu einer Watzenbildung kommt, dann sollte er die eigentlich so loswerden, indem es dann austrocknet und irgendwann wegfällt. Hier sieht man eben sehr schön, durch das DMSO induziert, findet dann der eigentlich natürliche Vorgang in der Nachfolge statt. Mhm. Und ganz oft ist es so, dass 1 bis 2 Anwendungen reichen, ja, dass dieser Prozess angestoßen wird und der Körper sich dann dieser Sache entledigt in dem Falle. Mhm. Kann ich es auch als Augentropfen verwenden? Ja, also ich wurde ja an anderer Stelle gefragt, was meine eindrücklichsten Erlebnisse waren mit DMSO. Und da hatte ich das gar nicht erwähnt, obwohl das auf jeden Fall dazugehört. Also die Rückmeldungen, die
die Berichte von Menschen, die DMSO als Augentropfen anwenden, unter enormem Leidensdruck teilweise. Ja, was mit, haben die dann für Leiden? Ja, das geht von den degenerativen und entzündlichen Augenerkrankungen bis hin zu so, wo wir vielleicht sagen, lapidaren Dingen wie Gerstenkorn und solche Sachen am Auge. Aber natürlich insbesondere die degenerativen Augenerkrankungen, was die Linse betrifft, also Starrerkrankungen oder auch Augeninnendruckerkrankungen, bis hin zum Augenhintergrund, Netzhautablösungen, die ja oft dadurch, sagen wir mal, entstehen, dass die Durchblutungssituation am Auge sich verschlechtert hat, aus vielen verschiedenen Gründen vielleicht. Und das alles lässt sich also mit DMSO auf jeden Fall stabilisieren und oftmals zurückführen. Und wenn dann Leute mir ihre Berichte schicken und eben das auch augenärztlich dann nachgewiesen wurde, durch Folgeuntersuchungen, durch ja, maschinelle Diagnostik, wie auch immer, dann ist das natürlich wahnsinnig erfreulich und die Leute sind unendlich dankbar, weil ja, die Augen sind für uns Menschen irgendwie so, sage ich mal, das Höchste, ja, so gefühlsmäßig oft. Ja. Und die Leute haben oft sehr große Angst, ja, was wird da sein, wie oft muss ich da operiert werden, wird das gut gehen und so weiter. Bei den Netzhautablösungen natürlich ganz traumatisch, dramatisch oft. Und das sind einfach wunderbare Berichte, wenn die Leute dann schreiben, ja, sie haben diese Tröpfchen angewendet, ein paar Tage oder 6 Wochen oder auch 2 Monate oder wie auch immer. Das ist eben auch dann wieder individuell. Und sie haben diese deutlichen Verbesserungen, oft noch mit dem Nebeneffekt, dass sie dann ihre Lesebrille wieder weglassen können. Das ist ja verrückt, ja. Das ist einfach wunderschön. Da habe ich jetzt gerade... Ich sehe es oft einfach bei den Augen auch als Prävention oder wie ich gerne sage, als Augenpflege, weil die Leute, die viel am Bildschirm arbeiten oder die diese Nachtblendung von diesen Xenon-Scheinwerfern haben und einfach irgendwie auch ein Trockenheitsgefühl, die wenden ein-, zweimal ein Tröpfchen von dieser Lösung am Auge an und berichten dann, dass sie viel länger ermüdungsfrei dann am Bildschirm arbeiten können, dass sich ihr Auge einfach besser anfühlt. Ja, und das hat mich dann irgendwann dazu veranlasst zu sagen, das ist Prävention, ja. Das ist einfach Augenpflege, die man in der Handtasche dabei haben kann. Und ich glaube, gerade zur heutigen Zeit ist es unglaublich wichtig, so einen Tipp nämlich zu haben, weil mir ein Apotheker berichtet hat, dass durch die ganzen Atemschutzmasken, die da getragen werden, nämlich der ganze Herpes hier schön ins Auge zieht und dann hat man dann Herpes im Auge, dann verliert man, wenn es blöd läuft, sein Augenlicht, wenn wir gerade beim Thema Angst sind, ja, oder man hat dann wirklich den Herpes im Auge gehabt und hat danach eine Narbenbildung auf der Netzhaut. Gibt es dazu Erfahrungsberichte? Ja, da sind wir wieder beim Thema Narben, genau. Ja. Also natürlich entstandene Narben durch Erkrankungen oder natürlich auch durch Operationen entstandene Narben am Augen lassen sich sehr schön regenerieren mit DMSO. Wir nehmen da 3%ige Lösungen, also hochverdünntes DMSO letztendlich auf 3% mit isotonischem Wasser verdünnt, also entweder isotonische Kochsalzlösung, die man in jeder Apotheke kaufen kann, oder eben gerne auch wieder dieses isotonische Meerwasser. Das ist eben mein Faible so, das verwende ich sehr gerne für alle. Wie kommt man an dieses isotonische Meerwasser oder wie macht man das selber? Also ich habe für all diese Mittel, die ja frei verkäuflich sind, habe ich auf meiner Internetseite verschiedene Firmen stehen, wo ich das herhabe. Für meinen persönlichen Werkzeugkasten sozusagen. Und da kann man sich umgucken. Man kann auch es irgendwo anders finden, sicher. Ne? Aber es gibt auf meiner Internetseite Empfehlungen, also Bezugsadressenempfehlungen. Ja, super. Ja, vor allen Dingen sind ja keine Medikamente. Somit braucht man auch keinen Beipackzettel. Das ist ja wirklich, es sind ja Hausmittel, was ja auch für junge Familien unglaublich wertvoll ist, weil man wirklich dann gerade so Säuglinge oder Kinder, ich überlege gerade auch so vor der Desinfektion her, wenn man jetzt weiß, man muss gerade auch in der heutigen Zeit mit dem Mundschutz eventuell arbeiten, ob man sich dann präventiv abends einfach damit abwischt oder...
Ja gut, ich habe, glaube ich, meinem letzten oder vorletzten Rundbrief schon geschrieben, dass das natürlich Folgen haben wird. Mhm. Ne? Hautpilzerkrankungen ja, und so weiter ja und so fort. Nach oben, ja. Das wird natürlich, wie sagt man, Kollateralschäden mit sich bringen. Mhm. Wenn es jetzt um das Thema Desinfektion geht, Mikroorganismen, ja, Pilze, Bakterien und so weiter, da greife ich eher zu Wasserstoffperoxid, ein ganz klassisches Hausmittel. Ja. Ja, das ich auch schon als Kind fasziniert auf meine abgeschürften Knie nach dem Fahrradsturz gesprüht habe, weil das so schön zischt dann und man das einfach so sehen kann. Ja. Und als Kind schon fasziniert gewesen von diesen einfachen Mitteln, die Eltern oder Großeltern da hatten. Und das ist natürlich das Mittel der Wahl, wenn es um Mikroorganismen geht. Das würde ich direkt zum Anlass nehmen, ein weiteres Interview zum Wasserstoffperoxid zu machen, weil unsere Zeit ist schon rum. Okay. Ich bedanke mich sehr, dass Sie heute da waren. Es war wieder super interessant und freue mich auf weitere Interviews. Ja, gerne. Ja. Liebe Zuschauer, ich hoffe, Sie konnten hier aus der Hausapotheke den ein oder anderen Trick für sich zu Hause mitnehmen, umsetzen. Viel Spaß beim Experimentieren und bis bald. Tschüss.